Grüß dich, heutiges Evangelium gibt uns einen wichtigen Rat. Rat, wie wir umgehen können mit den Fragen, die nicht richtig Fragen sind, sondern oberflächlich sind oder Fragen, die einfach eine Falle für uns sein sollten. Und auch zu überlegen, mit welcher Intention wir bestimmte Fragen stellen. Und heute an Jesus ist eine Frage gestellt, die eigentlich Fragefalle ist. Frage, die eigentlich nicht gestellt ist, um die Wahrheit zu suchen, um die richtige Wahrheit, um sich auf diese Antwort zu begeben, um mit Konsequenzen dieser Antwort weiterzuleben, sondern mit einer ganz anderen Motivation. Und Jesu kann das sehr gut fühlen und spüren und er verlässt sich auf eigenes Gefühl und antwortet den Pharisäern mit der fast gleichen Frage, nur in Bezug auf Johannes den Täufer, indem er fragt, ist tatsächlich die Taufe von Johannes den Täufer ein Werk Gottes oder kommt es von Menschen? Und dann ist es ein Probestein, also eine Probe für die Pharisäer eigentlich, die sie eigentlich nicht bestehen, weil die interessieren sich in diesem Fall nur um die Konsequenzen für die jeweilige Antwort. Also, wenn wir das sagen, was passiert für uns, und wenn wir das sagen, was passiert für uns, es ist nicht die richtige Antwort für sie wichtig. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung auch für uns, wie wir unterschiedliche Fragen verhalten. Wenn uns jemand eine Frage stellt, nur sagen wir, werden wir gefragt, so in den Medien, so sozialen Medien, nach einer wichtigen für uns Frage. Sollen wir immer die Antwort geben oder können wir die Antwort mit der Reserve für uns behalten, um zuerst klarzustellen, mit welcher Intention jemand uns diese Frage stellt. Und zweitens, es ist auch eine Herausforderung für uns, wie wir unsere Fragen stellen. Möchten wir nur eine Antwort von unserem Gegner hören oder jemanden, den wir nicht mögen, damit wir das später bloßlegen? Oder möchten wir eigentlich für bloßes, aber superflüssiges Interesse eine Antwort hören, um dann irgendwie schlau diese zu vergleichen? Oder ist uns für uns eine Antwort wichtig, weil die Antwort ist wichtig für unser Herz und wir möchten uns mit dieser Antwort tatsächlich mit Verantwortung umzugehen. Natürlich spreche ich über solche wichtige Fragen, spirituelle Fragen, tiefe Fragen, die in ganz unterschiedlichem Kontext uns gestellt werden können und wir die der anderen Person stellen werden. Vielleicht kann man das noch breiter verstehen, wie in den Beispielen, sag's mir du, wie du das verstehst und wie du das in Praxis anwendest. Danke.